So, jetzt ist es eigentlich soweit. Wir können endlich aufsteigen. Ich sitze jetzt hier schon geschlagene, weiß ich wie viele Minuten, vielleicht sogar eine Stunde jetzt schon hier rum und warte darauf, dass da endlich was vorwärts geht. Und endlich haben wir mal die 60 Punkte erreicht. Ich steige jetzt eigentlich mal zum Viech auf, was ich vorher noch nie erreicht habe. Ich freue mich drauf, bin gespannt, wie es sich spielt. Das wird bestimmt scheiße schwer mit so einem riesigen Teil, das man einfach nicht übersehen kann und man schon von Weitem hört. Und das ist der werte Herr Meiersaurier. Schauen wir mal. Komm, ich bin ein Weiblein. Männlein? Weiblein? Männlein? Ah, Weiblein. Mit Weibern bin ich irgendwie gut gefahren in letzter Zeit. Aber der läuft schon an sich schneller. Das ist gut. Die läuft schon mal an sich schneller. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich nur wieder erstmal wieder einen Ort zum Trinken finden. Da unten ist dieser komische Sumpf. Ich glaube, mit dem fühle ich mich ein bisschen sicherer. Der ist ein bisschen flotter unterwegs. Allerdings bin ich allein mit dem und der hat nicht so wirklich viel Power, was Angriff angeht. Ich muss hoffen, dass ich keinem Rex oder sonst was in der Richtung in die Wege laufe. Oder einen Allosaurier. Ja. Das wäre nicht sehr gut. Ich nehme mal rein. Okay. Da ist noch einer. Entweder noch einer oder etwas, das mich verarscht. Das war ein Raptor, eindeutig. Ich hoffe, das sind Pflanzenfresser da, wo ich da höre. Mit diesem riesigen Viech kann ich mich nicht so einfach verstecken. Oh, da hinten ist ein Langhals. Cool. Vielleicht schaffe ich es mal unbeschadet dorthin. Das wäre wirklich nice. Kurz mal einen Schluck trinken. Ich muss bloß aufpassen, dass mich nichts plötzlich überrascht von irgendwer. Huch, war das jetzt? Oh Gott, ich fühle mich hier überhaupt nicht sicher, ne? Okay, das war erstmal genug. Ich lauf mal zum langen Hals. Ah, endlich ein. Ah, ich freue mich. Bin glücklich. Alter, gleich zwei Langhälse. Wobei der andere sich gerade ein bisschen verdünnisiert. Aber hier fühle ich mich durchaus wohler. Als alleine. Der ist zwar jetzt zwar größer als die anderen Viecher und hält wahrscheinlich dadurch auch ein bisschen mehr aus, aber im Gegensatz zu meinen drei Nummern größeren Kameraden neben mir, da rechts, mache ich gar keinen Schaden. Während der halt wirklich Schaden anrichten kann gegenüber Pflanzenfresser, sag ich schon, Fleischfressern. Ob der wandern will?
Ich hoffe nicht. Ich fühle mich hier eigentlich ganz, ganz sicher, muss ich zugeben, zwischen diesen ganzen Pflanzenfressern. Wo ist denn hier? Bis jetzt ist hier noch nichts Gefährliches. Das ist schön. Das ist durchaus schön. Ah, die passen auch auf mich auf, so wie es aussieht. Das freut mich doch glatt noch einmal mehr. Na, dann sag mal an, Kommandant. Wohin geht die Reise? Ja, worauf warten wir? Warten wir auf jemanden oder wie sieht die Situation aus? Ach so, wir legen uns hin. Okay, dann mache ich mir jetzt bequem. So. Ah, immerhin ist es hier ein wenig sicherer. Das ist doch ein Ding zur Freude, muss man doch zugeben. Ja, ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Ich bin eh schneller als ihr. Okay. So. Da ist halt jetzt die Frage, wohin geht die wundervolle Reise von uns? Ich denke nicht, dass der mit uns kommen wird. Zumindest macht er nicht den Eindruck. Also, die Langhälse, die sind sowieso sich selbst versorgend, absolut. Also, die greift keiner an. Ich bin mal gespannt, wo der werte Herr uns hier hinführen wird. Bin ich wirklich mal gespannt. Es ist doof, dass ich halt meine Geschwindigkeit nicht dem wirklich anpassen kann. Ist ein bisschen nervig, aber was wir machen. Ach, ich darf in der Mitte bleiben. Okay, dann bleibe ich in der Mitte. Finde ich aber cool, dass ihr mich so schön beschützt. Oh Mann, ich fühle mich so im direkten unteren Bereich seines Hinterteils nicht wirklich sicherer. Oh, pardon. Ist ein wenig nervig. Worauf warten wir? Ich wollte gerade fragen. Das ist halt echt gefährlich. Also man muss hier wirklich aufpassen. Ich werde natürlich jetzt das Let's Play nicht sofort beenden hier an der Stelle. Ich würde sagen, da jetzt endlich mal was passiert, was wirklich interessant ist, würde ich sagen. Ich werde das jetzt mal bis, sagen wir mal, 15 Minuten weiterlaufen lassen. Oder vielleicht sogar 20, je nachdem, was Sache ist.
Die Frage ist halt immer, werden wir überleben? Wir laufen gerade derartig offen rum, aber ich meine, mit so großen Viechern, da ist es auch schwierig, zwischen den Bäumen rumzurennen. Aber ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt doch ganz sicher so. Also klar, mit den zwei Langhälsen war es auf alle Fälle noch sicherer. Aber so in einer Gruppe will ich jetzt nicht sagen. Ein Rudel heißt es auch nicht. In einem... da heißt es Rudel. Nee, Rudel sagt man doch. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich sehe nichts wegen seinem Schwanz. Ja, da laufen sie. Drei einsame Gesellen auf Achse. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einem Western irgendwie. Mann, die rücken mir langsam immer mehr auf die Pelle. Aber ich bin so ungefähr so genauso gleich schnell wie der Stegosaurus, wenn er nur so normal läuft. Oh, da habe ich schon eine Einladung bekommen. Sehr schön. Ich frage mich, wo die Reise wohl hingehen wird. An welche Orte wir stoßen werden. Und welche Gefahren noch auf uns lauern werden. Aber es hat auf alle Fälle was so. Boah, man kann einfach nicht seitwärts gucken, weil der seinen riesigen Schwanz im Bild andauernd hat. Vielleicht suchen wir aber auch einfach nur nach anderen. Ja, ab und zu mal ein lauter Brüller muss doch sein. Vielleicht finden wir ja noch andere. Es mag sein, dass vielleicht das Gameplay mit einem Pflanzenfresser nicht ganz so spannend ist wie mit einem Fleischfresser, aber... Es ist auf alle Fälle einfacher. Als Pflanzenfresser ist man nicht darauf angewiesen, andere Spieler zu töten. Was beim Fleischfresser durchaus anders da aussieht. Ja, so kann ich wenigstens mal auch seitwärts gucken. So. Die Frage ist, wo führt uns dieser Werteherr wohl hin? Ich meine, im Moment lässt sich's aushalten. Vielleicht zu einer anderen Wasserstelle, das wäre möglich. Blöder Baum, ich sehe nichts. Aha, jetzt steckte mir auch noch sein... Nein, das sage ich jetzt nicht. Das... wir wollen das Niveau oben halten. Jetzt geht es durchs Unterholz, okay. Ich habe immer Bammel, dass hier irgendwo Allosaurier lauern. Das Fiese ist, die können ja auch so crouchen und dann einen Sturmangriff wagen. Und Allosaurier-Spieler, die sind meistens immer zu mehrt. Also die sind meist mit mehreren Leuten unterwegs. Aber hat doch was, so ein netter Spaziergang unter Freunden. Naja, was heißt Freunden? Ich kenne die ja nicht. Persönlich die Leute hier.
Aber das ist halt das, was ich bei den Pflanzenfressern richtig cool finde, während man bei den Fleischfressern wirklich absolut nicht sicher sein kann, ob man auf der Speisekarte steht oder nicht. Kann man hier wenigstens davon ausgehen, dass jeder Pflanzenfresser den anderen Pflanzenfressern hilft. Und das ist halt echt cool. Wir haben Futter gefunden. Ach, darf ich? Können wir? Ich werde mal einen kleinen Happen wagen. Ich glaube, es tut sich langsam hier was. Ah, da hat sich noch einer verirrt hierher. Sehr schön. Langsam wächst unser Rudel doch. Langsam wächst es. Wird doch langsam. Aber hier muss man jetzt langsam immer vorsichtiger sein, denn Fleischfresser werden von immer größeren Massen auch angezogen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ein bisschen näher ranfahren vielleicht mal. Also ich bin auf alle Fälle genauso schnell wie der Stego. Vielleicht ein kleines bisschen schneller, aber nicht viel. Oder er steuert einfach nur den Stego so willkürlich. Diese schreiende Geräusche, die machen mich ein bisschen kirre, muss ich zugeben. Oh, da ist ein Fleischfresser. Ein Raptor, aber der greift uns 100 pro nicht an. Wir sind eindeutig zu viel für den. Okay. Ja, diese Folge wird ein bisschen länger, aber ja, ich finde, es ist doch eigentlich ganz cool so momentan. Die Gruppe wächst, auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, wo der andere Kleine jetzt hin verschwunden ist. Hat es vielleicht nicht bei uns ausgehalten. Ah nein, da ist er ja wieder. Oh, er spielt sich als großer Anführer auf. Auch nicht schlecht. Kann er machen, ist aber gefährlich, ist sehr gefährlich. Er sollte immer den größten Vortritt lassen. Denn hier kann man auch sehr schnell aus einer Gruppe herausgetötet werden. Aber gut, okay. Ich denke, das wird jetzt momentan eh nicht spannender hier, denke ich mal. Falls sich noch was ereignet, werde ich euch das noch mit reincutten. Und ja. Sollte sich noch was ergeben irgendwie, dann werdet ihr es dann sehen. Und, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao.